Oh mein Gott, meine Lieben, es ist wieder soweit. Es ist Zebra-Time. Heute habe ich ein totales Special. Wie ihr wisst, beginnt heute die neue Show Big Brother. 12 Personen ziehen heute in das Big Brother Haus ein und ich gebe euch heute ganz exklusive Einblicke, wie ich bewerte es und habe natürlich ein ganz, ganz anderes Auge drauf wie die anderen. Und schauen mal durch die Bude. Nicht nur ich bin heute da, sondern ich habe hier gerade noch jemand gefunden und es ist total witzig. Die Sarah getroffen. Hallo. Aquamarine. Ihr könnt genauso auf seinen Channel gucken. Er filmt nämlich das gleiche Big Brother Haus. Wir sind jetzt beide Vlogger, nehme ich mal an. Und guckt auch mal bei Sarahs Kanal vorbei. Und du warst ja letztes Mal schon bei Big Brother beim Promi. Oh mein Gott, das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin, glaube ich, erst 3 Wochen oder 4 Wochen daheim, gell? Katastrophe, Leute. Ohne Witz, Katastrophe. 3 Monate müssen die hier wohnen. Ich würde es nicht mehr aushalten. Ja, ich würde es mir schon antun, ne? Wir hätten das gemeint. Das habe ich am Anfang auch gesagt. Aber jetzt lass uns mal durchgucken, oder? Okay, let's go! So, erster Test. Wir sind im Schlafzimmer. Schlafzimmerräumlichkeiten sind echt wunderschön. Tolle Farben. Ich liebe ja Blau. Ihr habt ja meine Wohnung auch schon gesehen. Alles in Blau. Und Leute, ich habe ja wirklich 12,5 Tage im Keller verbracht. Und es ist einfach fantastisch, hier zu liegen. Also ich glaube, man könnte sich hier wohlfühlen. Die einzigste Problematik, die hier ist, es sind 12 Betten in einem Raum. Wenn da einer schnarcht, dann ist vorbei. Also das definitiv, aber... Vielleicht warst du diejenige, die geschnarcht hat. Ich? Ich hab nicht geschnarcht. Zumindest weiß ich es nicht. Das ist meistens immer der Übeltäter. Okay, vielleicht mal. Auf jeden Fall ist es geil hier. Mal gucken, was hier in diesem Bett, in diesem Schlafzimmer so alles passieren wird. 3 Monate ohne Piep! Ah, ich bin gespannt. Piep! Ohne Piep! Da rappelt es im Karton hier drin. Alles einwandfrei. Also hier würde ich mich definitiv wohlfühlen. Obwohl ein eigenes Schlafzimmer besser wäre. So, Leute, die Kleiderschränke. Also ich muss schon sagen, ein bisschen klein für 12 Personen. Also ich wüsste nicht, wo ich hier für 3 Monate meine Wäsche hintun sollte. Die einzigste Möglichkeit, die es hier noch gibt, wir haben hier bei dem Bett, ne, haben die noch so ein bisschen Platz zum Verstauen. Trotzdem wird es sehr eng. Also ich hätte hier alles voll, ich hätte den Kleiderschrank voll, weil jeder hat, glaube ich, nur einen. Und hier würde ich überall meine Schuhe hinstellen. Überall, überall, überall. Hier im ganzen Kreis. Ach. Ihr wisst, was das für ein Raum ist, Leute. Das ist der bekannte Besprechungs-Interview-Raum. Da kann man alle Sorgen loswerden, die man hat. Ich habe ja sehr, sehr viel geweint. Ich habe gesagt, ich brauche Hilfe. Oh mein Gott. Hier werden die nächsten 3 Monate die 12 Kandidaten sitzen. Ja, und dann kommt wieder die coole Stimme. Bewohner. Nee, die sagen Namen. Sarah, wie geht es dir? Sarah, wie war dein Tag? Aquamarine, wie geht es dir? Sieht man mir das nicht an? Geht es dir gut? Ja. Ich bin gerade mit der Kamera. Hallo. Hallo. Oh, so süß. Und die sind echt aktiv, die Kameras. Da weiß man, dass 24 Stunden hier echt beobachtet wird. Weil egal, wo man hinläuft, die laufen mit. Gell? Sag ja. Oh. Jetzt kommt das Badezimmer. Haltet euch fest, okay? Haltet euch fest. Gruppenduschen ist angesagt. Wir duschen zusammen, wir haben genug Platz zu duschen. So Männer, Frauen? Im Big Brother Haus gibt es nichts getrennt. Man muss zusammen im Bett schlafen, man muss zusammen duschen. Das ist normal. Keine Geschlechtertrennung. Die haben 2 geile freistehende Badewannen. Ich hoffe, die halten noch was aus. Oh. Oh. Ich muss die Badewanne testen. Oh. Geil! Es ist, kann ich es mir richtig cool vorstellen, wenn hier einer drin liegt und drüben einer drin liegt, man sich ein Weinchen hernimmt und einfach nur den Abend ausklingen lässt. Jetzt kommt das Highlight der ganzen Bude, der Hauptraum, das Wohnzimmer, der Essbereich und die Küche. Ein mega großer Raum. Geilo Milo, oder? Hey, die Bude gefällt mir erstmal sehr, sehr gut.
Ich glaube, die Bewohner werden sich hier sehr wohlfühlen. Sehr groß, sehr stylisch, jung, modern. Ja, und nicht zu luxuriös und zu schickimicki. Ich glaube, das ist ganz gut, weil ich glaube, es geht auf Dauer auf den Sack. Also ich mag das nicht so, dieser komplette Mega-Luxus. Und so, das ist einfach geil, das, der, dieser Mix. Einfach stylisch zum Wohlfühlen. Tageslicht und Luft. Hey Leute, dieser Außenbereich ist der absolute Granaten-Mega, mega geil. Jetzt zeige ich euch den nicht so schönen Bereich hier im Big Brother Haus. Es gibt ja auch einen Strafbereich, wenn dann wieder heißt, Bewohner, das ist ein Regelverstoß. Und dann kommen die Kandidaten hier in diesen tollen Käfig, der echt sehr, sehr schlimm ist, weil die sehen, was drumherum passiert, wie die ihr Leben genießen, wie die essen, wie die trinken, wie die im Whirlpool rumliegen, wie sie in der Sauna liegen. Und der hat's in sich. Ich tu's mir an. Ich sperre mich ein. Oh mein Gott. Dann hockt sie wahrscheinlich hier so dran, so armselig. Haben noch hier Kännchen zum Trinken. Prost. Und verbringen dann hier den ganzen Tag mit Brot und Wasser. Also schon eine sehr, sehr schlimme Vorstellung. Zum Glück muss ich das nur damit machen, kann das jetzt im Fernseher angucken. Aber die müssen das Beste draus machen. Ich habe es auch geschafft und die schaffen das auch. Einfach kämpfen. Aber ist geil, ne? Ja, definitiv, was ich sagen kann, was die hier oben besser haben, was die hier jetzt besser haben, ist einfach, dass sie mehr Platz haben. Die haben einen Whirlpool, die haben eine Sauna und die haben keine Desirinik. Was natürlich nicht so gut ist, ist, dass dieser Strafbereich nicht drinnen ist. Das heißt, sie müssen wirklich draußen schlafen. Und wir haben jetzt dann September, Oktober, November, Dezember. Das ist eine sehr, sehr kalte Jahreszeit. Und von dem her wird es hier nicht so gemütlich draußen werden. Und da tun die neuen Mitbewohner mir schon ein bisschen leid. Die neuen Bewohner. Ich wünsche dir viel, viel Spaß und viel Erfolg. Ich beobachte das jetzt von draußen. Ja, aber die haben eine gute... Ja, hier kann man schon schlafen. Abgesehen von der Kälte. Prost. Der geile, geile Whirlpool. Der ist noch nicht in Betrieb und das Wasser ist auch noch ein bisschen kalt. Ah nee, es ist sogar warm. Ah, lauwarm. Das wird schon noch. Das fängt noch an zum Blubbern. Und die Sauna dampft ja auch noch nicht. Es reicht ja, wenn sie um 20.15 Uhr dampft. Letzte Station, Küche. Also mein Lieblings... Bereich, weil hier immer der Kühlschrank ist und der voll ist und ich ja so gerne Essen tue. Und irgendwie sehe ich gerade, das Essen wird schon für mich zubereitet. Jochen! Sarah, was gibt's Gutes? Wir machen uns Gemüsepfanne, schön viele Vitamine. Sonst ist immer gut. Wir sind die Ersten quasi, die die Big Brother Küche einmachen. Richtig. Und hast du schon gesehen, was die alles haben? Ich finde, die haben total stylisches Geschirr. Schau mal. Ja, die habe ich auf dem Tisch schon gesehen. Die sind also richtig, richtig, das cool. Das ist richtig schön. Und dann ist hier alles da. Guck mal hier, die ganzen Töpfe. Das ist schon richtig schön. Ja, alles mit Liebe zum Detail. Und ich meine, man denkt es sich immer gar nicht. Viele sagen, ja, Big Brother und so, das ist doch alles fake. Nein, das ist alles. Guck mal, hier ist für alles. Ist einmal komplett neu da. Oh. Da ist nichts von euch, ja, von Promi gut, BB nee. Übernommen worden. Ist alles neu gekauft. Schau. Aber auch richtig, richtig edel und ja, toll. Richtig schön. Und ein großer Kühlschrank. Also dann kannst du dann Kuchen backen, ein Rührgerät da. Schön. Und was ist das Wichtigste in einer Küche? Geschirrspüler. Die Spülmaschine. Ich würde durchdrehen mit selber abspülen. Also zu 12 ist auch sehr, sehr schwierig. Ja. Wenn du zu 12 kochen tust, ich kenn's vom Bachelor. Ja. Oh. Katastrophe. Nein, da hatten wir keine Spülmaschine. Und jetzt? Jetzt kriegst du wenigstens mal was zu essen. Ich weihe die Kühe ein und fülle meinen Magen. Ich glaube, das wäre das Einzige, was ich noch selbst schaffen würde. Ja. An Zubereitung von Essbaren. Ich bin einfach total unterwegs. Naja, liebe Leute, ich hoffe, dass ich euch einen Einblick geben konnte in das neue Big Brother Haus. Ich denke, die Bewohner werden eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit hier haben. Ich werde die beobachten, ne? Und wünsche denen viel, viel Kraft, weil es wird nicht nur einfache Tage geben und nicht nur schöne Tage geben. Wir hoffen auch, dass die uns gut versorgen mit Selfies.
die haben nämlich hier ein tolles iPad heißt das, ne? iPad. Ja. Und da können die Selfies machen. Und zum Abschied, bevor ich jetzt das Haus verlasse und die ganzen Bewohner kommen, mache ich nur ein Selfie. Auf die Plätze, fertig. Los. Komm, schau mal noch mit drauf. Okay. Perfekt. Ich liebe es. Twitter. Und los geht's. So, da wünsche ich euch einen schönen Tag und fleißig einschalten. 20.15 Uhr fängt es an, liebe Leute. Alle Infos findet ihr bei mir noch in der Infobox. Kommentiert mein Vlog, drückt auf Gefällt mir und sagt jedem Bescheid von Sarah Novak, ihren Channel und so, und dass wir ganz viele Abonnenten haben. Und dann geht's weiter ab. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Wir sagen jetzt auch nochmal Tschüss, einschalten, ne? Auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid und bis bald. Muss auch einen Kuss machen. See, I-